Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Astronia im Verzweiflungsmodus. Tja, wir haben unser Raumschiff so ein bisschen auf die Seite gelegt, beziehungsweise ich war es nicht, der Wind war es. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wo ist der Abhebebutton? Da ist der Abhebebutton. So, ihr Lieben. Hat er gespeichert? Ich glaube, ja, beim Einsteigen, ne? Ja, okay. Spiel wird gespeichert. Wird es fliegen? Wir erleben es jetzt. Ja. Es geht. Okay. Das ist schon mal gut. Kark. Erdähnlich. Ausscrollen halb. Wo sind wir? Wüstenhaft. Jetzt können wir natürlich abwarten, aber ich fand halt diesen Ruckelplanet fand ich eigentlich ganz gut. Und hätten wir auch einen Vergleich, weil wir haben ja extra ein neues Spiel gestartet, um zu gucken, ob sich da was verändert. Jetzt können wir natürlich warten. Liegt er wieder raus? Nein, der ist schon wieder raus. Schande. 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 Ich dachte jetzt, das Raumschiff wird sich jetzt permanent am Boden bewegen. Ach, komm her. Wir haben genügend Sprit. Müsste eigentlich reichen. Es würde jetzt permanent am Boden so... wie so ein Luftballon, den du die Luft rauslässt, würde so entlang zutscheln und es würde nichts passieren. Okay, jetzt sind wir hoffentlich nah genug dran. Komm, schalt um, schalt um, schalt um. Der hier. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. War doch der erotische, exotische. So. Der Sprit dürfte aber lang. Wenn ich meinen Tank so sehe. Ja, ja, ja. Hallo? Das ist der exotische? Ja, ja, ja. So, wir landen hoffentlich richtig. Sieht so anders aus, sieht aus wie der Eisplanet vom Weiten. Und sehr schön. Zack. Alles klar, Herr Kommissar. So. Okay. Da vorne sind die Pilzwälder. Das könnte... Sieht aber so anders aus. Ich glaube, ich gucke mich mal erst noch um. Kleinen Moment. Doch, da Würfel und Dings. Ja. Ein Potpourri an Forschungsmöglichkeiten. So, dann nehmen wir uns mal ein Habitat weg. Und zwar das mit den Solarzellen. Oder doch Wind. Ist ja ziemlich windig, ne? Warte mal, wir nehmen doch das mit dem Wind. So. Hier ist relativ gerade. Weißt du was, ich setze das jetzt hier hin. Nicht lang schnacken, Kopf in den Noggen. Wir machen jetzt hier, warte mal, Gemisch brauchen wir. Gib mir mal Gemisch. Zack. So. Wir brauchen ja nicht viel. Wir brauchen eigentlich nur... Genau. Wir haben nicht genügend. Blub. Und wir brauchen einen Forschungsstation. Da brauchen wir wieder Gemisch. Haben wir das noch? Harz war das eben übrigens. Erzähl was von Gemisch. Das ist völliger Blödsinn. Oh ja. So, weißt du was? Jetzt nehmen wir einfach die hier. Und flanschen die da drauf. Wir können ja eins noch da hinsetzen. So, so sollte der relativ zügig. Sollte der relativ zügig die Energie aufbauen. So. Jetzt holen wir uns Stuff. Boah, so geht's hier tief runter. Also, die habe ich aber schon erfunden. Haben wir das Hirn schon erfunden? Sieht so anders aus hier, oder? Ich kann schwören, dass es ein Eisplanet ist. So, so. Warte mal. Die können wir auch noch nicht.
aus dem Spiel raus. So. Na, na. Ja, ja, nicht. Guck mal da, ein Hirn. So. Ich dachte schon, das Ding macht sich jetzt ab. Und? Ja, es war eine richtige Entscheidung, hier hinzufliegen. Energiezellen. Hat mehr Energiezellen? Nee, ist egal. Und, komm. Ich hoffe, das Ding hält hier. Wenn jetzt so ein Sturm kommt. Okay, wir haben Hirn und... Was hatte ich jetzt das andere? Ich hab's ja nicht gemerkt. Die Winde. Ah, sehr gut. Damit könnten wir rein theoretisch so ein Solarpanel abschleppen. Das sieht auch anders aus hier oben. Komm her. Ja. Genau. Du siehst interessant aus. Und... Hat man das Ding schon? Hat man das eben? Ich weiß nicht mehr. Sieht auf jeden Fall unterschiedlich aus. Also ich sag mal, der exotische Planet, habe ich das Gefühl, ist auf jeden Fall von den Forschungsmöglichkeiten der vielfältigste. Oh oh. Okay. Schaut man das noch? Der Kron. Kommt der überhaupt in meine Richtung? Ey, wenn jetzt mein Raumschiff weggeweht wird, drehe ich am Rad. Oh oh. Wir steigen mal lieber schnell ein. Oh oh. Bitte, Raumschiff, bleib stehen. Bitte, bleib. Schande. Finde ich nicht gut. Wir forschen mal ein bisschen. Raumschiff! Yes! Sehr schön. Oh Gott. Warum macht er auch die Tür nicht zu? Weil es hier windet. Hier fliegen Brocken rum. Kann es sein, dass das Raumschiff fest verankert steht? Naja. Bewegt sich gar nicht. Oh je. Aua. Aua. Au. 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 Yay, wir haben überlebt. So, ich hole nochmal was zum Erfinden. Weil das nutzen wir dann aus. Der Planet ist eh kacke hier. Der ist ja so, das war... Oh, da ist noch ein Würfel. Der ist ja wirklich so, dass hier... geil, lila. Dass hier diese Erze und so weiter oberirdisch sind. Wobei, ich bin hier im Bereich, den... Vielleicht haben sie auch noch was geändert, ne? Also in dem abgebrochenen Spielstand, den wir da letztes Mal hatten, wo wir neu gestartet haben, war es ja so, dass es oberirdisch nur die Erze waren und in der Tiefe sowas wie Harz und Gemisch. Hier mit den beiden Dingern zu gehen, mit diesen Würfeln immer zu laufen oder mit zwei Sachen, die man erfinden, forschen kann, kommt mir vor, wie, kennt ihr das als Kind? Hat man sich beim Papa oder der Mutter auf die Füße gestellt und Vater musste versuchen zu laufen? Oder Mutter? Mutter meist nicht, Füße zu klein. Das habt ihr schon auch gemacht, oder? In der Kindheit. Auf die Füße gestellt, so gestarkst. Und es ist ein Mädchen. Ich bin jetzt nicht schon durch. Oh.
So schön aus. Ich glaube, wir haben alles erfunden. Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Ja, dann up, up and away, ne? Klingt ja nichts. Wir fliegen zurück. Wir haben alles erfunden. Hier lassen wir die kleine Forschungsstation zurück. Auf dem exotischen Planeten. So. Ja. Unser kleiner Forschungsplanet. Also, ja, ist jetzt unnötig im Endeffekt. Weil. Reicht das vom Sprit? Hoffentlich reicht das vom Sprit. Weil wir eigentlich nichts mehr erfinden müssen, ne? Also jetzt die Planeten großartig erforschen. Ich weiß, dass irgendwie in der Tiefe der Erde soll es noch irgendwie ein Teleskop geben, habe ich mal gesehen. Also sowas wie das Hubble-Teleskop. Wo ist denn unser Planet? Mit dem kleinen Mond rum. Das müsste da hinten sein. Ich glaube, das war gerade eine ganz beschissene Entscheidung. Wenn ich das richtig sehe, ist nämlich der exotische Planet gerade in der Nähe von unserem Heimatplanet. Oh nein. Kann ich nochmal abheben? Bin mir unsicher. Okay, ich warte das jetzt ab hier von der Drehung. Ich bin mir gerade unsicher, was die verfügbare Energie angeht. Also ich glaube, dass sich die Planeten so bewegen, dass du wirklich jederzeit in jede Richtung kannst. Also was ich damit sagen will, du kannst auf jedem Planeten warten und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Zielplanet sich in deiner Nähe befindet. Glaube ich. Ich kann auch Mist erzählen. Alles im Bereich des Möglichen. Ich glaube, der exotische Planet ist genau gerade neben dem Planet, wo wir waren. Das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Was ist denn das? Das ist, glaube ich, der Startpunkt, ne? Der Mittelpunkt der Galaxie sozusagen. Da unten. Was denn hier? Ist da auch was? Kann da irgendwie ran? Das sind wir. Hä? Das ist unsere Drehung. Was ist denn das hier unten? Da sind noch zwei Punkte. Da so was ganz Kleines und hier das. Gute Frage. Und ich glaube, jetzt kommen wir in die Nähe. Jetzt kommt der Planet. Das ist irgendwie doof, dass man das hier warten muss. Aber ich habe auch keinen Bock, hier gestrandet zu sein. Was passiert denn eigentlich, wenn ich nur hin und her fliege und habe keinen Sprit mehr? Achso, ich bin ja immer in der Nähe von einem Planeten. Wahrscheinlich kannst du dann die Notbremse ziehen und kannst dich zumindest auf den Planeten stürzen lassen. Ist ja interessant, das Kleine. Irgendwas so ganz mini-wini. Kann ich das irgendwie... Nee. Komm ich nicht ran. So. Wir kommen wieder in die Umlaufbahn. Oh, das ist mein Truck aus der ersten Folge, wo das Ding abgeflogen ist, ne? Kann natürlich auch sein. Eine der ersten Folgen. Da war das im Livestream? Ich weiß es nicht. Ui, da sind wir. Das müssen wir noch richtig landen. Hm, wahrscheinlich direkt auf der anderen Seite. Ja, aber Sprit ist noch ein bisschen drin, also wir hätten wahrscheinlich sogar noch irgendwo zwischenlanden können auf einem anderen Planeten, beziehungsweise in der Umlaufbahn. Da sind wir. Und, ist es das? Ist es das? Es ist das. Es ist... Müsste passen. Das müsste passen.
So, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder daheim. Wir haben alles erfunden. Ja. Ich bin der König der Welt. Ich habe alles erfunden. Spiel durchgespielt. So, wir haben das ganze Zeug nicht gebraucht. Wir müssen auf jeden Fall noch eine zweite Fahrzeugstation machen, aber ich würde sagen, die mache ich in die andere Richtung. Denn sonst können wir keinen Truck herstellen. Ja, das Problem an dem Spiel, man ist relativ schnell am Endcontent. Das, was man zumindest... Okay, ich muss Harz holen. Das, was man zumindest erfinden kann, beziehungsweise was man halt so ausprobieren kann. Man kann natürlich jetzt noch den Kran bauen und versuchen, dieses Solarpanel zum Beispiel hier an die Basis zu schaffen, um die Basis damit mit entsprechender Energie zu versorgen. Fahrzeugbucht, Aluminium zweimal, okay. Aber die Frage ist halt, macht das Sinn? Ich würde mich ja freuen, wenn demnächst hier ein bisschen... Nein, das war falsch. Ein bisschen Content noch kommen würde. Damit wir hier noch was zeigen können. Und die Frage ist, ob die Spielstände kompatibel bleiben. Das ist noch eine viel wichtigere Frage, meines Erachtens. Mal cool. Also energietechnisch sind wir, glaube ich, gut versorgt. Und was mir gerade auffällt... Nee, oder? Warte mal. Kurzer Test. Mal weg von der Slackline hier. Ja, alles klar. Maximal 30 FPS nur noch. Ah, nach unten sind es ein bisschen mehr. Okay. Aber Fakt ist, dass das Ding in die Knie geht. Das Raumschiff ist natürlich cool, aber was wollen wir auf anderen Planeten? Ich würde hier lieber nochmal versuchen mit dem Truck. Noch viermal Aluminium. Boah, jetzt ruckelt es aber echt ab. Das ist wieder an dem gleichen Punkt, wie wir es damals hatten. Ich glaube, dass eine zweite Station auf einem anderen Planeten genau das bewirkt und dass dann in dem Moment das Spiel einfach in die Knie geht. Weil im Moment habe ich hier 19 Frames. Es liegt natürlich jetzt noch ein bisschen am Livestream und an der Aufnahme und so weiter. Aber im Endeffekt hatten wir vorher mit Livestream und Aufnahme um die 70 FPS. Und man merkt jetzt schon ganz stark, dass das Spiel in die Knie geht. Also ich merke das gerade massiv. Das ist... ja, schwierig. Es ist wohl so, dass das Spiel einfach mit der Zeit so viel Performance zieht. Haben wir hier noch? Kupfer, 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 Kupfer. Alles Kupfer. Nein, das wollte ich nicht. Ja, so 20 Frames haben wir gerade nur noch. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ach, verdammt. Ja. Ja, wir sind wieder am Ende einer Folge, aber auch am Ende der Frames. Das ist echt unbefriedigend, muss ich sagen, für Astroneer. Der exotische Planet ist auf jeden Fall, wenn ihr erfinden wollt, die beste Wahl. Also wenn ihr schnell alles haben wollt, um mich irgendwie was Großes aufzubauen, dann ist der Weg zum exotischen Planeten auf jeden Fall die erste Wahl, weil dort gibt es ja allein an der Oberfläche so viele verschiedene Dinger, dass man da wahrscheinlich relativ schnell alles erfunden hat. Problematisch sehe ich im Moment die Frames, weil das macht so keinen Spaß. Wir sind jetzt hier, ich sehe auch, der geht aktuell in der Nähe der Basis nicht mehr über 25 FPS. Das ist jetzt nicht so toll. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier noch ein Fahrzeug produziere, dann wird wahrscheinlich werden die Frames noch mehr in den Keller gehen. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge und wir müssen mal gucken, ob wir hier weitermachen können in dieser Art oder ob bis dahin, bis diese Folge erscheint, ob da noch weitere Inhalte kommen, die sich lohnen würden zu zeigen. Weil so ist es jetzt wirklich so, dass wir praktisch die verschiedenen Planeten anfliegen könnten. Wir könnten gucken, ob wir dort irgendwas finden. Ich habe beim Blitzkriegsjahr gesehen, der hatte ein Hubble-Teleskop in der Erde gefunden, aber das konnte er dann auch nicht bewegen und den ganzen Kram. Also schwierig. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach mal so ein bisschen laufen. Wir warten noch mal ein bisschen ab, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht kommt der Inhalt bis zu dem Ende dieser Folge, wenn diese Folge lief. Vielleicht ist ja da schon ein großer Patch raus oder ein größerer Patch mit vielleicht ein bisschen Inhalten. Ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal aus einer weiteren Folge von Astroneer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann wieder, wenn noch mehr Inhalt dazu kommt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Spiel sich weiterentwickelt und wenn vor allen Dingen auch der Multiplayer so ein bisschen
sich noch entwickelt hat und ein bisschen stabiler ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bis auf weiteres, bis vielleicht zur nächsten Folge von Astrium. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.